Aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Und wir wollen uns heute mal eine neue Map angucken. Hier so eine Italien-Map. Und gleich, nicht am Startpunkt, aber beim Händler, gibt es was zu meckern. So, ich habe schon mal ein bisschen reingeluschert. Das ist soweit okay hier. Aber, wenn das hier ein Händler ist, ist das hier die Werkstatt. Sehr schön. Warum zum Henker ist hier nichts drin? Das ist ein Verkaufsraum, der ist komplett leer. Man könnte hier was reinstellen, wahrscheinlich, vielleicht, wenn man da reinkommen würde. Also, das hier als Händler so leer und kahl und nackt, kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Service, ja. Für den Arsch. Aber hauptsächlich Flaggen hängen hier. Ja gut, okay, von dieser Seite sind sie sichtbar, ansonsten spiegelverkehrt. So, gucken wir uns die mal an und damit wir richtig schön was sehen, habe ich uns hier das richtige Pferd ausgesucht. Und damit fahren wir jetzt mal ein bisschen über die Karte und Lotto. Komm ich hier weg, dann... tatsächlich Maschinen in der Gegend rum. Aber Licht an diesem Autochen hier. Ups. Ich habe wieder keinen Lenkwiderstand an. So, ich habe jetzt mal ein bisschen auf den Sommer vorgespult. Geh mal ganz kurz gerade raus. Ich habe den Landwirtschaftssimulator neu installiert. Warum habe ich das getan? Ja, ganz einfache Kiste. Es gab oder gibt ein Update für das Alpine DLC. Das habe ich dann auch fein auf dem Server installiert. Seitdem komme ich, wenn ich das aktualisiert oder aktiv habe, nicht mehr ins Game rein, weil über Steam aktualisiert sich dieses Ding nämlich nicht. Oh, da habe ich dann Giants angeschrieben, warum und weshalb. Ja, da musst du dann dieses löschen und jenes löschen. Und ja, als wenn ich das nicht schon gemacht hätte. Man ist ja nicht blöde und man kann auch Google benutzen. Mit anderen Worten, über Steam gibt es kein Update. Warum? Die Frage ist, Steam wird da nicht unbedingt was für können. Giants müsste den Mist einfach mal richtig verlinken, aber gut. Wahrscheinlich sind sie auch... Ja, also die Antworten, die du von Giants kriegst, da kannst du auch die Kuh vom Nachbarn fragen. Ich weiß genau, wie viel. Okay. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir fahren hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Oh, 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 jetzt gibt's Abstürze hier, oder was? Ich wollte mich nur ins Auto setzen, mehr nicht. Uiuiui. Also eine italienische Karte. Das da scheint die BGA zu sein. Das können wir mal drauf fahren. Und mal gucken, wie das vielleicht. Der Zug ist geil, das ist Schnee. Mir egal, ich fahre jetzt hier rein. Hier keinen Lenkwiderstand eingestellt hast. Naja, brauchen wir nicht erneut drüber diskutieren. Ja, schönes, luftiges Auto finde ich das. Ganz ehrlich.
Ja, wie gesagt, erstes Manko auf jeden Fall der Händler, der ist also Grütze. Also hier würde ich jetzt mal behaupten, relativ schick. Könnte man mal drauf spielen, ja? Hier alles Gülle hier. Voll mit. Boah. 400 Kilo wiegt das Autochen. Na, guck mal. Speicherruckler. So, mal weiterkommen. Ich weiß im Moment überhaupt nicht, wo wir sind. Wir könnten das hier unten natürlich einblenden. Neun. Genau. So. Okay. Straßenlaterne schon mal richtig. Also ich habe jetzt extra auf Sommer vorgespult, ne, dass die Bäume normal aussehen. Tankstelle, okay. Einfach jetzt mal geradeaus weiter, so weit wie es eben geht. Mal gucken, was wir so zu sehen kriegen. Links sehe ich schon wieder interessante Gebäude. Ist gar nicht mal so klein, wie es hier aussieht. Scheint irgendwie ein Hof zu sein, da können wir uns mal angucken. Mit weiß gestrichenen Zäunen. Übrigens an dieser Stelle, Däumchen werden Franzen, ab und noch ein schöner die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft natürlich meinem Twitch-Kanal folgen, auch wenn ich da so gut wie nichts mache. Aber ich denke mal, wenn ich mal so auf die fortgeschrittene Zeit schaue, werden wir uns diese Karte in den nächsten Tagen auch noch mal angucken. Was noch mal ein bisschen genauer. Wobei ich jetzt im Moment gerne mal wüsste, wie ich ein bisschen weiter hoch reinkomme, da hinten. Jetzt hier nicht zu bekommen. Hauptsache diese Terrakotta-Pötte stehen hier überall rum. Wir wurden brutal von einem Baum aufgehalten. Naja, gut.
was man nicht erahnen kann. So, wenn ich hier runterfahre, komme ich dann eventuell zu diesem Berg. Da oben ist irgendwie eine Burg oder sowas. Wir werden uns das definitiv noch genauer angucken. Ups, da nicht umfallen. Eine sehr verwinkelte Map, oder? Mit zu großen Maschinen darfst du ja auch nicht unterwegs sein. Stelle. Dann fahren wir mal hier weiter. Hier kommen wir aber jetzt ans Karten, an den Kartenrand, ans Ende irgendwie. Jetzt nicht mehr ganz weit gehen. Wobei du das nett gemacht hast, schön am Kartenrand entlang, ohne dass es auffällt, ne? Ja, auf jeden Fall nice schon mal. Also landschaftlich sehr, sehr schön. Die Felder scheinen jetzt auch, wenn ich das da unten auf der Karte sehe, auch nicht so groß zu sein. Und dass man hier mit mittelgroßen Maschinen klarkommt, würde ich mal sagen. Pferdekoppel wieder. Hier waren wir schon. Wir fahren jetzt im Prinzip hier wieder zurück. Wir machen halt einfach mal Folgendes hier. Ich werde zusammenlegen. Das könnte eine Pferdefarm sein. Also Pferderanch. Pferdeponyhof. Reiterhof. Passt natürlich schön zu diesem weißen Zäunen. Die haben wir jetzt gerade festgefahren. Was jetzt hier so Hofgebäude angeht, da hast du eigentlich gar nichts, ne, im Moment. Ich kann jetzt hier so nichts erkennen, aber der liegt schön. Also sehr schön gelegen hier. Absolut.
Aber liebe Leute, wie es hier weitergeht auf dieser Karte, was die Ecke hier, was das Ding noch so zu bieten hat, würde ich sagen, schauen wir uns morgen an. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich fahre jetzt hier rechts ran, hätte ich bald gesagt. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, tschüssi. Thank you.